Hallöchen zusammen. Ja, wenn man es vielleicht schon so ein bisschen erkennen kann, ich stehe hier im Schlaz. Hinter mir steht der Thorsten, das kann nur eins bedeuten. Es geht wieder in eine Höhle. Und für die, die sich jetzt fragen, Moment, es ist doch noch gar nicht April, Fledermaus-Schonzeit ist doch noch. Die kann ich beruhigen, die Höhle, in die wir heute reingehen, fällt nämlich nicht darunter. Es gibt da nämlich auch Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel Wasser führen. Ne? Ja. Gut, nicht, dass ich so was durcheinander bringe. Und die Höhle, wo wir heute reingehen, zählt dazu. Die ist das ganze Jahr über passierbar. Wir waren 2019 schon einmal da drin und wollen jetzt noch mal schauen, wie es da drin aussieht und ob er vielleicht irgendwo weiterkommt. Egal, wir machen uns auf jeden Fall erstmal einen schönen, gemütlichen Tag unter der Erde. Viel Spaß dabei. Jo, wie man unschwer kennen kann, wir sind in der Höhle drin. Da ist es rein. Und ich weiß nicht, ob man es gut hören kann, aber wie schon erwähnt, wasserführende Höhle. Wir mussten ja auch durch, da. Oder wie war das? Ja, jetzt müssen wir durch. Genau. Also, ihr seht schon, es wird feucht. Rollisch. Aber als wir das letzte Mal hier waren, war hier definitiv kein Wasser. 19 war auch so ein scheiß heißer Sommer, ne? Yep. Das erklärt einiges. Du, sag mir, dass wir da drüber können. Ich würde sagen, wir können oben drüber, ja. Gut. Ich weiß, was ich vergessen habe zu kaufen. Neue Schuhe, ich habe jetzt schon nasse Füße. Ich bin noch trocken. Ja, dann. Wegen der Spuren, oder was? Und Spuren. Ah. Da müssen wir hoch. Ja. Gut. Kannst ja gerne noch bis zum Siphon gehen. Denk dran, das geht dann richtig tief, ne? Ja, können wir mal von ausgehen. Geht doch. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dafür kann es jetzt nicht mehr allzu nass werden, aber... werden wir heute. Ich befürchte es auch. Der Briefkasten, den ganzen Verewigungen. So. Genau. Das war, glaube ich, das älteste, 1889. Da hat sich 2014 einer verewigt. 59. 55. Da unten in der Ecke stehen auch noch welche. Ja, müssen wir hier runter in die Ecke. Hä? Da müssen wir eh runter. Ja. Da geht's jetzt auf den Bauch. Ja, da ist die erste Engstelle. Alter, Scheiße. Alter, die haben mir die Sachen vom letzten Mal angeguckt, hab mir nur gedacht, oh Kacke, Mann. Ja, das ist aber wirklich kuschelig hier.
Das geht aber. Das geht. Oh. Ja, Gott sei Dank, es geht mal ein bisschen höher. Ein paar Meters. Na, hier vorne ist ja auch noch der dicke Stalagmit. Javasenhut oder Hut oder wie heißt das? Nee, der ist hinten in der Halle. Stimmt, der ist hinten in der Halle. Millimeter. Arschlang auf jeden Fall. Ist der da schon am Wachsen? Ich entschuldige mich für das etwas verwackelte Bild, aber die Kamerahaltung ist ein bisschen labbelig. Letztes Mal mit dem großen Schleifsack war das definitiv anstrengender. Haben wir ja gesucht, die Blöde, wo es weitergeht. Da ging es nämlich überall nicht weiter. Wir mussten, müssen, werden auch gleich dort um. Geht's weiter. In so 2 Meter Höhe, doch so hoch. Gut, nicht so gut, so hoch hatte ich es nicht in Erinnerung. Da draußen hat ein bisschen was zum Basteln dabei, um eine Tritthilfe zu machen. Ich weiß es nicht mehr. Also Thorsten hat jetzt hier ein paar Schlingen eingebaut. Er ist schon da oben. Die Klamotten sind schon oben. Ja, dann sieht gleich nur noch da hoch. Ich liebe sowas, ja. So. Ja? Was ist? Rechter Fuß. In die blaue Schlaufe? Ja. Und linke in die orangene. Und dann gehst du einfach da hoch. Ah ja. Drückst du dich da hoch. Also. Hallöchen. Ne? Ja, ja. Genau. Und jetzt direkt in den linken Ellenbogen. Kannst dich auch festhalten. Jetzt doch da. Jo, wird noch runter gleich lustig. Achso, sehr aufdringlich. Hier dürfen jetzt alle mal raten, wie könnte der wohl heißen? Mit viel Fantasie, welcher Figur sieht er ähnlich? Wenn ihr das Video bis jetzt durchweg angeguckt habt, habt ihr den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Ich verrate es jetzt mal nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Bitte? Ich sag, ich liebe es. Ich möchte noch das Protokoll erwähnen, dass es deine Idee war, hier reinzugehen. Ja, ich
weiß. Gut. Fucking scheiß Idee. Was ist los? Ey, mir ist das Stein runtergekommen, aber ich bin fitter geworden. Alter Falter. Ich bezweifle, dass der Stein runtergekommen ist und mir dieser Felsbrocken höher gekommen ist. Ich war ja eine Kommentare. Du warst, glaube ich, nicht weit genug rechts. Ja, ich hab's gemerkt. Das tat weh. Wie viel Schmiermittel? Ich dachte, du warst definitiv zu weit links. Und das war der Briefschlitz. Das ist auch der harmlose Teil, wenn ich bedenke, was da vorne auf uns wartet. Das ist ja das Eck, wo wir eigentlich hinwollen. Ist da oben Platz für zwei? Am Ende? Ja, wir waren da mit drei Leuten drin. Ach so. Wie lang ist das Ding ungefähr? Fünf Meter. Alles auf der Seite liegen, ne? Ja, kannst gar nicht lang. Gerade. Kannst du noch ein bisschen hochdrücken, ne? Ja. Das muss man auf das Loch aufpassen, da bist du drüber. Das weiß ich. Bis zum Loch bin ich damals mit dem Kopf gekommen. Und danach hatte ich das P in den Augen. Theoretisch nach oben noch einen Meter Platz, ne? Theoretisch auch ein bisschen mehr. Sorry, ein bisschen schräg wird jetzt. Geht gleich ganz leicht runter und dann ist links ein Loch. Ich bin jetzt genau über dem Loch. Nee, später noch. Ach so. Das ist das Loch, wo die Spritlader gehen soll. Hier? Unter mir? Nein. Ach, oben! Ah! Ja. Schlecht. Hallöchen. Ich bin jetzt da durch. Ist wohl die eine Engstelle, von der du mal erzählt hast. Oh, hier oben ist übrigens Wasser. Ja.
Da vorne? Oh, Entschuldigung, ich wollte ein Lied werden. Das war Körperwärme, schon wieder andere sofort gekotzt. Also jetzt geht das hier vor mir ein Stückchen runter. Ja. Ah, meine Brille beschlägt ein bisschen, ich glaube, ich sehe das Loch. Also muss ich auch dem Gefälle hier so ein bisschen folgen? Bitte? Muss ich ja auch runterkriechen, wo es so leicht runtergeht? Ja, ein bisschen. Ich wollte ja auch da hin. Ich frag nur. Lass langsam gehen, ne? Bitte was? Lass langsam gehen. Jupp. Das noch nicht nach einer Breite so geräumig sein, wie es nach oben geräumig ist. Muss ich jetzt gar nicht theoretisch hinstellen. Ja, ganz gut. Ja. Ja. So, ich bin jetzt direkt vorm Loch. Also an der Stelle bin ich weiter unten reingekrochen. Meinst du, ist das Loch hier unten? Nee, da hinten in der Ecke. Ach da! Aber ich brauche da gar keinen Stein und Seil reinschmeißen, was gar nicht fallen würde. Soll das jetzt runter in den unteren Höhlentrakt angehen oder wie? Das soll in den Baumstamm gehen, so wie der Kollege das mal erzählt hat. Ist der Kollege schon mal da unten da durchgegangen? Aber dachte mit Salz und Abseilen ist schlecht, weil das doch ein bisschen eng ist und das schon gut hängen. Das Beste ist einfach eine Strickleiter. Unten geht's gar nicht weiter? Schon mal so geguckt? Ist auch, da war ich nicht drin. Achso. Halt mal kurz. Immer besser. Hier sind schöne Macaroni-Stalag. Jo. Eine kleine knubbelige Stalagmieten. Wolltest du haben? Nee, nicht die Stalagmiten, die Kamera meine ich. Das war schon klar, dass ich die Kamera meinst. Die hohe Stalagmiten wollen die nicht abholen. Ach, hau mal da rein. Alter. Macaroni-Stalagmiten. Auch. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht warum. Und da nicht mit Brutzeug runterkommt. Kann ich dir auch nicht sagen. Alter. Normalerweise sind die von innen hohl. Und dem, was war da jetzt da oben am Krakeelen? Was guckst du? Wie wissen das? Ja, keine Ahnung. Das sind Steinchen? Lass mich gucken. Eventuell habe ich den einen oder anderen Stein hier. Dann guck mal mit. Wir sind im Fels, warum braucht man da keinen Stein ab? Eher was Größeres oder was Kleineres? Ja, ich hab hier schon. Ich hab hier. Ah, nee, doch. Ja, hier. Was denn du? Ich hab was. Ja. Was? Höchstens. Warte. 5 Meter? Jo. Hä? Achso. Ja, ist etwas länger geworden jetzt.
Ah. Und ganz sagen, was ist das denn jetzt auf einmal weiches Gestein? Ihr zieht wieder komplett raus oder was ist irgendwie der Plan? Ja, zu Schleißdecken. Also das Saal brauche ich da gar nicht reinschmeißen. Also meinst du, kommen wir so nicht runter? Nee. Okay. Ohne Strickleiter. Ich hätte erst gedacht, dass wir das dann hängen lassen, dass wir vielleicht von einer anderen Halle, wenn wir nächstes von hinten rum reingehen, dass wir das sehen können. Ja. Aber da wird uns die Person, die sich auskennt, eher schon sagen, wo wir dann rauskommen. Ja, dann müssen wir doch eh erstmal dann mit dem Beauftragten sprechen und uns die Genehmigung einholen, dass wir da rein dürfen. Ja, genau. Was eigentlich kein Problem ist. Jetzt haben wir die Zeit noch mal ein bisschen genutzt und mal ein paar Fotos gemacht. Jetzt werden wir uns mal wieder Richtung Ausgang begeben. Es ist doch schon ein bisschen spät geworden. Es ist schon. Wie lange sind wir jetzt schon drin? Zwei Stunden? Zwei, drei Viertel Stunden schon hier drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann draußen noch mal ganz kurz am Tageslicht. Denn den Rückweg, den filme ich jetzt nicht mehr. Die Oberwelt hat uns wieder. Ich sehe schon Duster. Upalala. Geht's Richtung Auto und dann Richtung Heimat. Auf jeden Fall mal wieder seit langem eine sehr schöne Höhlentour. Und ich bin froh, dass ich es diesmal geschafft habe, durch die Engstelle durchzukommen. In dem Sinne verabschieden wir uns. Thorsten irgendwo vor mir wegmarschiert. Da ist er. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer über oder unter Tage. Macht's gut!